Handgemachte Kekse, die nicht nur lecker sind, sondern auch noch gut aussehen. Das ist das Geschäftskonzept der Münchner Konditorei Keksliebe. Die Kunden können aus den verschiedensten Motiven wählen. Darunter sind Klassiker wie Sterne, Lebkuchen, Männchen und Herzen, aber auch ungewöhnliche Kreationen wie diese Politikerkekse, sagt Mitinhaberin Stefanie Schnellhammer. Frau Merkel lag Anfang Oktober dann, die war schneller ausverkauft als der Herr Schulz. Und sonst haben wir seit jetzt einem knappen Jahr Donald Trump als Keks. Und man wird es nicht glauben, aber es ist tatsächlich unser bestverkaufter Keks. Vor Herzen, Torten, Donald Trump wird gekauft und hauptsächlich, um ihm den Kopf abzubeißen. Im Münchner Geschäft können die Kunden den Konditorinnen zuschauen, wie die kleinen Meisterwerke entstehen. Maßgeschneiderte Keksmotive werden aber auch per Post in alle Welt verschickt. In den USA freut sich ein Kunde nun über diese Kekse in Form des Hinterns von Kim Kardashian.